Seit 15 Jahren ist er das Gesicht der Proteste gegen die Sicherheitskonferenz. Klaus Schreer will trotz seiner 77 Jahre aber nicht aufhören, gegen NATO, Aufrüstung und Krieg zu protestieren. Die SICO ist tatsächlich, ich würde sagen, das Propagandaforum für die Kriegspolitik der NATO. Also die NATO wird dort in einer verklärenden Sicht der Öffentlichkeit präsentiert. Es finden auch Diskussionen statt, wo Differenzen auftauchen. Aber prinzipiell wird die NATO dort der Öffentlichkeit, der Weltöffentlichkeit verkauft als eine Institution, die den Frieden sichern soll. Frieden statt NATO, nein zum Krieg. Unter diesem Motto lädt das Aktionsbündnis gemeinsam mit rund 80 Organisationen zur Demo am 18. Februar. Beginnen wird am Stachus mit einer Auftaktkundgebung. Dann gibt es also zwei Demonstrationsrouten. Die große Demonstration geht über, die beginnt dann um 14 Uhr. Die geht über den Lehmachplatz, über den Odeonsplatz zum Marienplatz. Und die zweite Demonstrationsroute geht mitten durch die Fußgängerzone, also Neuhauser Kochfingerstraße, zum Marienplatz. Dort treffen dann beide Demonstrationen zusammen. Und dort ist dann um 15 Uhr die Abschlusskundgebung. Für die Proteste hat das Aktionsbündnis wieder 4.000 Menschen beim Kreisverwaltungsreferat angemeldet. Es könnten dieses Jahr aber deutlich mehr werden. Ich könnte mir vorstellen, und es wäre auch richtig, dass aufgrund der Wahl von Donald Trump, dass auch Leute teilnehmen, die gegen diese ziemlich erschreckenden Ankündigungen von Trump demonstrieren wollen, sowohl was er im eigenen Land vorhat, als auch gegen die Außenpolitik der USA. Wie jedes Jahr werden Sicherheitskonferenz und Gegendemonstrationen von einem Großaufgebot der Polizei begleitet. Demonstrationsgrundrecht nehmen wir sehr ernst. Wir werden das ermöglichen, wir werden sicherstellen, dass die Demonstrationen geordnet ablaufen und haben aber natürlich auch auf dem Schirm, dass es immer mal wieder auch Einzelne gibt, die dieses Demonstrationsgrundrecht für sich ausnutzen, um vielleicht auch auf nicht ganz so legale Art, um nicht zu sagen gewalttätige Art, für ihre Interessen zu werben. In 3 Wochen befindet sich München wieder im Ausnahmezustand. Dann, wenn der Promenadeplatz wieder zum Hochsicherheitstrakt wird.